Super Mario All-Stars! 25 Jahre gibt's den komischen Klempner. Herzlich willkommen, ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen heute Super Mario All-Stars, beziehungsweise Super Mario The Lost Levels. Diesmal auf der Wii. Meine bisherigen drei Mario Bros. Let's Plays habe ich ja immer originalgetreu auf dem Super Nintendo gezockt, aber heute knöpfen wir uns einfach mal die Wii-Version vor von genau demselben Spiel und ja, Super Mario All-Stars. Genau, 1993 Nintendo. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich dieses Spiel so hier spiele auf meinem Fernseher und so. Und ich sehe, wir haben links und rechts komische schwarze Balken. Das ist ja hübsch. Mensch, das Spiel wurde ja ungemein gut angepasst an die heutigen Verhältnisse. Keine Ahnung. Ja, ich hatte mir das Spiel gekauft. Wie gesagt, es kam ja Ende letzten Jahres heraus zum 25-jährigen Jubiläum von Super Mario Bros. Von Super Mario, von Mario an sich. Und es ist eben das originale Super Nintendo-Spiel Super Mario All-Stars, jetzt nur nochmal neu aufgelegt für die Wii. Wie wir sehen, wurde es mehr oder weniger überhaupt nicht angepasst. Es ist das originale Super Nintendo-Spiel. Ist für mich jetzt in dem Sinne nur praktischer, weil dann brauche ich mein Super Nintendo nicht herauskramen und es nur an Grabber anschließen, sondern kann das Ganze direkt auf der Wii zocken. Und ja, wir wollen uns jetzt dem letzten Spiel der Mario Bros. Reihe widmen. Und zwar Super Mario Bros. The Lost Levels. Ich drücke einen Knopf, stelle fest, dass nichts passiert, deswegen drücke ich einen anderen Knopf. Und wir wählen hier eine total neue Datei aus. Haben unten links nochmal das Bedienfeld des Super Nintendo Controllers, was uns in dem Sinne jetzt nicht wirklich weiterhilft, weil ich eine Wii-Fernbedienung in der Hand habe. Wir drücken Start, wir fangen an. Wir haben hier ein schönes Spiel, Super Mario Bros. The Lost Levels. Wir können uns hier zu Beginn erstmal entscheiden, ob wir ein Mario-Spiel spielen wollen oder ein Luigi-Spiel. Also wir dürfen uns in dem Spiel einfach nur entscheiden, ob wir eben Mario spielen wollen oder eben Luigi. Mario ist, ja, spielt sich so wie eh und je. Luigi hat den Vorteil, dass er ein bisschen höher springt als Mario. Allerdings hat er den Nachteil, dass er ein bisschen mehr herumrutscht, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal als Mario an. Welt 1-1. Wir haben 5 Leben. Das wird nicht lange so sein, glaube ich, aber egal. So, es geht los. Ja, da, und so weiter und so fort. Ja, Mensch, Mario Bros. Lost Levels. Ich glaube, ich habe dieses Spiel damals natürlich auch mal. Hoppsa. Ja, das ist ein Giftpilz. Der ist böse. Au, au, au. Bloß drüber wegspringen, genau. Ich habe dieses Spiel damals auf dem Super Nintendo natürlich auch mal angezockt. Hat sich ja irgendwo auch angeboten, da ich Mario Bros. All-Stars ja nun mal hatte. Und, jo, mein Gott, ich glaube. Ich habe es nicht so sonderlich lang gespielt, beziehungsweise ich habe keine Ahnung, wie weit ich damals da mal gekommen bin. Also, ich habe mich nie so richtig sonderlich hintergeklemmt. Was in erster Linie aber vielleicht auch dadurch begründet sein könnte, dass ich, ja, dass man allenthalben gelesen hat, dass dieses Spiel irgendwie sau schwer sein soll und nur echte Freaks irgendwie, überhaupt eine Chance haben sollen, da durchzukommen und so. Und da habe ich selbst als Kind gesagt, ne. Wenn das also schon in irgendwelchen Spielezeitschriften drin steht, dann muss das stimmen und dann hast du mit diesem Spiel absolut keine Chance und dann vergiss es am besten sofort und kümmere dich gar nicht erst darum. Und kommst du nochmal zurück? Nein. Ja, so ist das eben dann irgendwie geblieben. Ich bin vielleicht hier bis Welt 2 gekommen oder Welt 3 oder vielleicht auch Welt 4 oder so, aber weiter jedenfalls nicht. Und das wird jetzt sehr spannend und interessant, das Ganze hier mal als kleines Let's Play mit euch zusammen zu erleben. Und dann mal, ja, so nochmal ganz neue Erfahrungen diesbezüglich zu machen. Oh, eine Feuerblume. Da. Mensch, das ist ja, boah, das Spiel ist ja so einfach. Guck mal, was man hier so alles bekommt im ersten Level. Das ist ja unglaublich. Und, ja. Wir lassen uns jetzt diesbezüglich einfach mal überraschen. Okay, das geht schon mal gut los. Hui. Springen, hüpfen, tralala. Wir lassen uns diesbezüglich einfach mal überraschen. Ich weiß nicht, wie fordernd der Schwierigkeitsgrad jetzt tatsächlich sein wird, wie oft ich jetzt ins Gras beißen werde. Ich meine, ich habe ja schon am normalen Super Mario Bros. Ab einer gewissen Stelle einfach die Krise bekommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt bei Mario Bros. The Lost Levels ebenso sein wird, die ist relativ hoch. Und das wird den einen oder anderen da draußen vielleicht sogar tierisch freuen, aber einige andere werden. Oh Gott. Schaffe ich das von hier aus? Ja. Alles nicht so einfach. Oh, cool. Aha. Interessant. Ja. Mein Gott, warum nicht? Aber irgendwie auch nicht. Nö. Lalalala. Warpzone und sowas will ich hauptsächlich nicht benutzen, habe ich mir vorgenommen. Was war das? Okay. Dab, dab. Habe ich mir vorgenommen. Aber das Problem an der Sache könnte nur sein,
dass ich absolut keinen Schimmer habe, wo die Warpzonen sind. Also, ja, wie gesagt, ich habe Mario Bros. Allstars hier nicht. Wow, da ist noch eine Feuerblume. Was ist das? Okay. Ich habe es nie sonderlich weit gespielt. Oh Gott. Welt 2, Welt 1, 2, ja genau. Oh, ihr leckt mich so Japaner. Mann. Und ich habe wirklich bisher keine Ahnung von den Items. Ich meine, bei Mario Bros. Wusste ich wenigstens so halbwegs, was mich wo erwartet und wo ich vielleicht nochmal auf Sterne spekulieren könnte oder extra Leben oder so ein Kram. Aber hier bei Mario Bros. The Lost Levels habe ich doch absolut keinen Schimmer von dem ganzen Kram und deswegen wird das Ganze jetzt sehr lustig. Oh, okay, ja, Mensch, das war doch okay. Kann sein, dass da oben rechts eine Warpzone gewesen wäre oder so. Ich habe keinen Schimmer. Ist mir an der Stelle egal. Wir versuchen es erstmal ohne Warpzone. Ey, diesen Absprung, was ist denn los? Hüpf, hüpf, hüpf. Mann, das kann doch nicht so schwer sein. Hat die Batterien auf der Wii-Fernbedienung gerade erst gewechselt. Also, daran kann es nicht liegen. Gut. Ich weiß auch nicht, vielleicht soll ich das Ganze mit Classic-Controller lieber spielen oder. Nein, wir probieren es erstmal weiter mit Wii-Fernbedienung. Das Bild sah eben sehr komisch aus. Da waren Koopa-Schildkröten und Blooper zu sehen. Fliegende Blooper wären doof. Nein! Nein! Scheiße. Okay, und das war unser erster Abgang in Super Mario Bros. The Lost Levels. Ja, das ist ein Blooper. Ein rosa Blooper zwischen Koopa-Schildkröten. Das gefällt mir nicht. Und. Ja. Du, 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 du. So was gefällt mir auch nicht. Nein, 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 nein. So, ganz ruhig. Also, hüpf und hüpf und hüpf. Zwei. Fahmann. Nein, das ist noch nicht schwer. Ich weigere mich, das so an der Stelle anzuerkennen und sage stattdessen, dieses Spiel ist total schnups-pups einfach. Und wir werden hier sowas von durchrushen. Da ist ein fliegender Blooper. Das geht nicht. Nein, nein, nein. Das ist wieder jedwede Logik. Jedwede Naturgesetz oder sowas. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht einfach da rumfliegen. Nein, 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 nein. Böser Blooper. I. Uiuiui. Okay. Ja, klar. Wo ist er jetzt hin? Man weiß es nicht genau. Er ist weg. Okay. Okay, okay, immer hüpfen, hüpfen, springen, in Bewegung bleiben. Und da könnte jetzt mein Pilz drin sein, den ich sehr gerne haben will. Ja, mein Pilz, ist genau mein Pilz, stand mein Name drauf gewissermaßen. Ups, ups, so. Aber das ist schön, ja, weil an das hier, an Welt 1.1 erinnere ich mich einfach. Das war okay. An Welt 1.2 vielleicht auch noch so, ein ganz kleines bisschen. Aber spätestens hier, das ist jetzt komplettes Neuland für mich. Ich bekomme das mit dem Sprung nicht hin. Was ist denn los? Aber gut. Okay. Solange ich trotzdem halbwegs durch die Level komme, ist mir das relativ egal. Ja, aber hier ist es wirklich total blind. Das ist irgendwie faszinierend auf eine gewisse Art und Weise, aber gut. Wir kommen ja noch durch. Welt 1-4. Wir haben jetzt drei Leben verloren. Ich meine, es hätte schon viel schlimmer kommen können. Also, von daher ist das ja alles noch irgendwie im Rahmen. Ja, das ist scheiße. Moment, da kommen wir ran. Zack, genau. Nein. Nein, 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 ja. Nein, ja, doch. Oh. Das könnte man ja sogar halbwegs schaffen. Selbst wenn man nicht so geübt ist. Wäre mir sogar ganz lieb, wenn wir. Aha. Unsere Feuerblume behalten würden für Bowser. Das würde die ganze Sache vielleicht ein bisschen einfacher gestalten. Jetzt für einen Einstieg, so zumindest. Genau, Bowser, der König der Koopas. So, er ist besiegt. Es war nur ein kleiner Goomba. Ach, mein Gott. Los, hier, erste Welt beendet. Zack, gib mir den Rest des Spiels. Ich beende es in 2 Minuten. Thank you, Mario, but our princess is in another castle. Das glaube ich nicht tot. Dam, 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 dam.